Herrschaften, wie soll ich das jetzt sagen? Die Zukunft. Ne, ist doch ein Dingen, oder ein Schicksal, ne, kann man fast sagen, wo sich aber kein Mensch von erspart bleibt. Und zwar hat die Zukunft ja einen Unterschied. Nicht, was früher mal war, nicht, also, dass ich meinetwegen gestern bei uns vor der Lottostelle auf der Schnauze geflogen bin, nicht, aber richtig mit Schmackes. Nicht, bloß weil irgend so ein Blödmann seinen Köter keine Manieren beigebracht hat. Nicht, ja, gerade gegenüber, nicht, wohnt der Metzger Kroppmann, nicht, der immer der Knochen mitwiegen tut, nicht, sogar bei Frikadellenfleisch muss man noch den seine ganze Anatomie mitbezahlen. Nicht, ja, anstatt dass sie vor den seinen Laden mit den Hunde gehen, ne, ausgerechnet vor der Lottostelle, wo unser einer so ein- und ausgeht. Naja, ich meine, ich hab mir für eine Prellung habe ich mir einen Krankenschein geholt. Nicht? Jetzt kann ich das kleine Zimmer schon mal in Ruhe abwaschen. Und wenn Samstag mein Schwager kommt, dann kriegen wir das vielleicht über Wochenende fertig tapeziert. Nicht? Aber sehen Sie, das war ja gestern, wie gesagt. Nicht? Und da weiß ich ja noch, was passiert ist. Und der Unterschied zur Zukunft ist eben das Gegenteil. Also kein Aas weiß, was morgen los ist. Außer der Sterne. Naja, und die hängen ja auch wieder davon ab, was man gerade für eine Zeitung kauft. Ich als Jungfrau zum Beispiel hatte doch neulich eine Chance. Und zwar stand da drin als Zukunft, greifen Sie am Mittwochabend zu, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Ja, nun war ich den Mittwochabend zufällig in der Wirtschaft, die Deutsche Eiche heißt sie, unten an der Haltestelle. Und ja, also ich meine, ich wollte da eigentlich gar nichts, nicht, aber die haben da jetzt eine Bedienung am Laufen. Mein lieber Scholli, du, wenn die ein so ein Bier an den Tisch knallt, nicht, denn schäumt das aber richtig vor Erotik. So ist die Dame am Knistern. Naja, ich hab mir da erstmal gar nichts von angenommen, wacker mein Blatt runtergespielt. Ja, aber bei einem Gran mit Viere braucht man ja nicht so aufpassen. Also habe ich da schon mal so ein Äugsken riskiert. Und was soll ich sagen? Die guckt auch nach mir. Nur steht doch da, dicht bei den Bonspieß, wo der Durchgang für ein Klo ist, da steht der Zarettenautomat. Und wie sie jetzt gerade mal wieder ihre Bestellungen am Nagel pieksen wollte, ich dahin. Nicht so frische Packung gezogen, nicht so ganz unauffällig. Und denn wie die Sterne in der Zeitung sagten, nicht, hab ich da ein bisschen zugegriffen, weil ja Mittwochabend war. Nicht, aber sieh, da hab ich die Sterne aber wirklich gesehen. Judo, so hat die mir eine gescheuert. Nicht, also sehen Sie, können Sie selber nicht als Warnung dienen lassen. Ist eben so, dass so ein Horoskop auch nur stimmt, wenn man das nicht ausprobiert. Naja, ich kann Ihnen aber auch sagen, warum die Zukunft so schwierig geworden ist neuerdings. Gucken Sie mal, ich wollte doch jetzt mal wissen wegen unserer Rente. Nicht, also, was ich nur wirklich kriege an Kohlen eines Tages. Nicht, und ob unser Mama vielleicht noch was dabei kleben sollte. Nicht, weil, die hat ja auch ein paar Jahre Beiträge auf der Latte. Ich war doch jahrelang in der Gastronomie als Kaltmamsell, alles. Und ja, denke ich, ob wir vielleicht noch was anderes machen sollte. Ne? Und bin ich hin zu so einem Astrologe, oben in der Laubenkolonie wohnt der. Ich sag, bitteschön, hier sind die Papiere, Unterlagen, alles. Hier, jetzt kommen Sie, zeigen Sie die mal Ihre Sterne. Ne? Und dem wollen wir mal hören, was die über meine Zukunft erzählen. Ja, guckt er so ganz betrüblich, ja, sagte, ach, das täte der Sterne ja so leid, aber sie wären jetzt ganz durcheinander, nicht? Durch diese viele Satelliten, was die Amis und die Russen da in Weltall geballert hätten, nicht? Da wären die Gestirne ihrer ganze Konstellationen in Eimer von, sagt er. Ja, Liebe, ne, könnten sie gerade noch vorhersagen. Meinetwegen, wenn ich wissen will, ob mir trotz meinem Alter noch mal so ein junges, liebes Glück zustößt. Ich sag, nee, kommen Sie, ich sag, Dankeschön. Ja, das hatte ich Mittwochabend erst. Ja. Nur hat aber der Ella Sieg
neuerdings so eine ganz neue Kiste für die Zukunft zum Rauskriegen. Und zwar sagt der, wäre das eigentlich nicht so sehr ein Horoskop, sondern mehr so einen ganz modernen Computer. Da wird nämlich also jetzt meine Rentenversicherung, nicht auch die Zeit in der Knappschaft, nicht sogar Kriegsgefangenschaft, da werden, oder zuerst mal werde ich, nicht mein Name, Vorname, Konfektion, alles, wie den Ausweis steht. So werden aus mir lauter Löcher draus gemacht, nicht, und aus unserer Mama auch. Naja, vielleicht von ihr ein paar weniger, weil sie ja nur als Ehefrau, also, weiß ich auch nicht. Jedenfalls, also, wie gesagt, nicht, wissen Sie ja, wie das läuft. Und von meinen Unterlagen, der ganze Beitragsjahre, der Steuern, Bausparvertrag, das wird alles kurz und klein gelocht, nicht, dass man richtig aussieht wie so ein Sieb, nicht, das ganze Leben, für das dieser Computer da schön durchgucken kann. Nicht, ja, nee, das heißt, der macht das auch nicht persönlich, sondern der hat jetzt wieder sogenannte Elektronen am Laufen. Und zwar, ach Junge, die sind so klein, dass die sogar durch diese Löchskes durchpassen nicht, und sich alles schön begucken können. Und dann sagen sie den Computer Bescheid hinterher und schreibt der vollautomatisch auf einen Zettel, was los ist mit der Zukunft. Nicht meins wegen, oh weia, Herr Techtmeier, hat Ihnen denn noch kein Aas gesagt, dass Sie den Finanzamt jeden Jahr 1.000 Mark schenken? Nicht? Oder wenn alles in Ordnung ist, schreibt er, herzlichen Glückwunsch, Ihre Altersversorgung möchte ich auch mal haben. Und das Schöne, meinte Ella Sieg, das wäre, also, dass man sich da gar nicht mal hinbemühen müsste bei diesem Computer, sondern da wäre eine Firma mit richtigen Fachleuten, und die kämen direkt zu einem in der Küche nach Haus, täten sich alles anhören, sogar eine Arbeitsdienstzeit, täten die einen noch reinmogeln in eine Versorgungsansprüche. Und die könnten einen denn auch hinterher genau sagen, wie man seines Glückes Schmied am besten, dass man sein Glück noch schmiedet, solange wie es warm ist. Und nicht nachher, wenn die Zukunft denn anfängt, dass man denn nicht aus der Wäsche guckt, kann sich nur noch jede zweite Zigarette leisten. Und sagt, jo, hier, hätte mal lieber, wäre besser gewesen. Ja, und er sagt das Dollste. Nicht, wer im Gegensatz zu den Astrologen, nicht diese Fachleute, ja, bitte, was glauben Sie, was man die bezahlen muss? Ja, ja, von wegen, nix. Die machen das für lau, die kostet keinen Pfennig. Also ehrlich, billiger kann man doch die Zukunft wirklich nicht verpasst kriegen. Nicht mal auf der Kirmes in Sonderangebot. Übrigens, die Firma heißt Duna, nicht genau gesagt. Und wenn sie mit die reden, Junge, da sind sie aber fein raus, ehrlich. Jo, mein lieber Scholli. Ja.